The show must go on. Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend in der Seabase, live im Stream, in der Aufzeichnung und mit den Referentinnen und Referenten, zum Glück teilweise heute auch hier in der Seabase. Ich freue mich sehr, euch zum 79. netzpolitischen Abend des Vereins Digitale Gesellschaft begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, dass wir heute prominente Gäste hier haben in der Seabase und auch im Stream via Video zugeschaltet haben. Und eigentlich wäre es jetzt schon ein Grund zu feiern, weil wir feiern 10 Jahre Digitale Gesellschaft diesen Monat. Aber das Feiern haben wir vor allen Dingen auf den Samstag weiter verschoben. Da werden wir mit einer Revue mit euch allen im Stream dann nochmal mehr feiern und heute hier mit den inhaltlichen Vorträgen, mit den Spezialgästen sind wir auch sehr froh, dass das so geklappt hat. Wir machen das jetzt schon 10 Jahre hier und fast 100 Mal schon den netzpolitischen Abend und ich möchte heute mal zum Beginn gleich der Seabase danken und Seven und E-Punk und dem ganzen Team und allen Referentinnen und Referenten, die wir hier die letzten 10, 9 Jahre immer dabei haben, dem ganzen Team der DigiGas, die das immer wunderbar auf die Beine stellen. Und ja, bin schon ein bisschen vorfreudig auf das 100. Mal, dass der dann auch bald ansteht und wo wir das dann bestimmt auch nochmal gebührend vorstellen und feiern wollen. Dankeschön. Ich vertrete heute Abend hier Paula Menzel, die nicht in der Seabase sein kann, die aber sonst hier wunderbar moderiert. Also auch Dankeschön an die Moderation. Ihr könnt wieder Fragen stellen, wenn ihr zu Hause live dabei seid. Ihr könnt Twitter benutzen dafür mit dem Hashtag NPA097. Und wenn ihr hier in der Seabase seid als andere Referenten und Referentinnen, dann wollt ihr vielleicht auch Fragen stellen an eure Co-Referenten. Das ist ja auch ganz spannend. Wir haben eine Präsentation. Das ist der Hashtag, den ich gerade genannt habe. Also stellt eure Fragen und ich werde sie dann vorlesen. Und das ist unser Programm des Tages. Wir haben zuerst Herrn Ulrich Käber zur Zukunft der Datenschutzaufsicht. Dann weiter mit Privatsphäre und Datenschutz, den Schutz der Privatsphäre trotz globaler Überwachung. Wir wollen uns besonders über Herrn Professor Dr. Johannes Federath freuen. Und dann freue ich mich auch besonders über Anna Biselli, die hier ist und über Migrationskontrolle als Digitalisierungstestfeld sprechen wird. Und jetzt geht es auch gleich als erstes los mit unserem zugeschalteten Gast. Und ich frage die Technik, ob das bestimmt auch gleich so funktionieren wird. Ich gucke mal kurz. Und ich hören mich denn jetzt jemand? Ja, wir hören Sie. Und ich setze jetzt dieses wunderhübsche Headset auf. Sie sehen mich vielleicht. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. So. Ich darf hier für euch im Stream und quasi live in der Seabase Herrn Professor Ulrich Käber anmoderieren und begrüßen. Herzlich willkommen in unserem Jitsi hier. Natürlich der Datenschutzbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir Sie heute hier haben können. Und er spricht und spielt vielleicht auch zum Thema Datenschutzaufsicht. Also wie können wir die weiterhin gut durchführen? Sie werden einen Vortrag halten und dann werden wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Dann herzlichen Dank und ich mache mich jetzt mal unsichtbar. Ich kann starten. Ja, vielen Dank und Entschuldigung für die Verspätung. Eure Auflösungsanforderungen haben tatsächlich meine alten Rechner zu Hause überfordert. Ich habe eigentlich erst fürs nächste Jahr eine bestimmte Rechneranschaffung wieder, aber das Handy hat jetzt geholfen, von daher sind wir zusammengekommen. Vielen Dank für die Einladung zum netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Und herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen.
Sie haben in den vergangenen 10 Jahren eine Vielzahl von Themen aufgegriffen und mit netzpolitisch Interessierten diskutiert. Sie haben Papiere und Broschüren zu wichtigen Einzelfragen erstellt. Und wenn es nicht so viele engagierte, interessierte und fleißige Menschen in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen gäbe, zu Datenschutz, zu Netzpolitik, zu Digitalisierung, wären meine Behörde und ich oft einsame Rufer. Von daher vielen Dank auch für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Ich soll was zum Thema Datenschutzaufsicht erzählen. Wir haben seit fast 2,5 Jahren jetzt eine vollwirksame Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union. Und man sollte denken, dass wir mit diesem datenschutzrechtlichen Meilenstein endlich auch zu einheitlichen und verbindlichen datenschutzrechtlichen Regelungen in der Praxis in der gesamten Europäischen Union gekommen wären. Leider sind wir von dem Ziel aber noch weit entfernt, auch von der Durchsetzung, die damit verbunden wäre, was eine Reihe von sehr unterschiedlichen Gründen hat. Ich will ein paar der Probleme beleuchten und auch Lösungsvorschläge benennen, die aus meiner Sicht hilfreich und notwendig wären. Vielleicht zur Aufsicht in Deutschland und zu einer ganz aktuellen Debatte hier. Wie Sie wissen, gibt es einen Antrag des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, der eine Verlagerung der Datenschutzaufsicht für den gesamten nicht öffentlichen Bereich, also den privaten Bereich, die Unternehmen, Vereine und so weiter, auf die Bundesebene fordert. In dem Antrag wird vor allem fehlende Einheitlichkeit und Verbindlichkeit der Entscheidungen der deutschen Aufsichtsbehörden kritisiert. Es gab schon mal vor einiger Zeit eine Aufmerksamkeit für das Thema, als die Kartellrechtskommission 4.0 dazu Aussagen getroffen hat und auch die Datenethikkommission. Beide sprechen sich ebenfalls für Veränderungen der Datenschutzaufsicht aus. Ich war selbst Mitglied der Datenethikkommission und deswegen darf ich da schon mal darauf hinweisen, dass dort nicht unbedingt die Verlagerung das primäre Ziel war, sondern einheitliche und kohärente Anwendung des Rechts, um auch einen Effekt zu erzielen mit der Datenschutzaufsicht, um durchzusetzen in der Praxis die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen stand die Forderung nach Verstärkung und Formalisierung der Abstimmung zwischen den Behörden dort im Vordergrund. Die Kritik, die in diesen 3 Punkten aufkommt, die trifft durchaus zu, was die Beschlüsse der Datenschutzkonferenz der Datenschutzbehörden von Bund und Ländern angeht. Die Datenschutzkonferenz ist auch kein offizielles Gremium, keine gesetzlich verankerte Institution. Das heißt, sie kann nur so wirken, wie man ihr die Möglichkeiten bis heute lässt. Wir bräuchten dafür eine Regelung im Bundesdatenschutzgesetz oder einen Staatsvertrag, der gleichzeitig auch wieder nur so ausgeführt sein darf, dass die Unabhängigkeit nicht gefährdet wird, denn die ist in der Datenschutzgrundverordnung natürlich gewährleistet. Ich glaube aber, dass man zum Beispiel mit der Schaffung eines Sekretariats sehr was Gutes erreichen könnte, vor allem dann, wenn kleinere Datenschutzbehörden die Aufgabe übernehmen und dann trotzdem ja dort und in Arbeitsgruppen der DSK Dinge vorantreiben müssen. Das würde mit einem ständigen Sekretariat mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser sein. Wichtig wäre natürlich, wenn dann in der Praxis sich auch alle der 18 Datenschutzbehörden neben Bund und Ländern, Bayern hat 2, sich auch an die Beschlüsse halten, auch wenn sie mal überstimmt wurden. Und sie muss schneller werden beim Finden gemeinsamer Standpunkte. Es kann nicht sein, dass in der Community über ein Thema diskutiert wird und wir als Datenschutzkonferenz manchmal im Guten vielleicht nur ein paar Tage, aber auch mal Wochen finden, wenn wir unterschiedliche Rechtsansichten haben. Ich glaube, das könnte besser gehen. Die Herausforderungen sind dabei groß, weil durchaus die Unterschiede zwischen den Datenschutzbehörden groß sind. Ich habe es als Bundesdatenschutzbeauftragter vor allem mit sehr großen Behörden, ich sage mal nur Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz zu tun. Großorganisationen wie 65 Krankenkassen mit 44 Millionen Versicherten, die ganze Bundesanstalt für Arbeit und die großen Unternehmen aus dem Bereich Post und Telekommunikation. Während die Landesbeauftragten es mit der vollen Bandbreite Vereine, kleine Landesbehörden, große und kleine Unternehmen, also vom Ein-Mann-Betrieb bis zu Daimler-Benz zu tun haben. Und das oft mit selbst sehr wenig Personal und auch bei den beaufsichtigten Unternehmen mit wenig Personal, die manchmal gar nicht aus Boshaftigkeit die Datenschutzbedingungen nicht umsetzen, sondern weil einfach Expertise fehlt. Noch dazu haben wir teilweise Aufteilungen der Aufsichtsfunktionen, zum Beispiel bei Post und Telekommunikation bin ich nicht für die ganze
Datenverarbeitung zuständig. Also zum Beispiel der Beschäftigtendatenschutz oder die Videoüberwachung fällt wieder an die Landesdatenschutzbehörde. Und auch teilweise muss ich mir mit der Bundesnetzagentur Kompetenzen aufteilen, was es auch intransparenter, langwieriger und uneinheitlicher macht. Dort könnte man ansetzen, aber mein Hauptappell gilt immer, die Bundesländer müssten die Landesdatenschutzbehörden mit anderem Personal ausstatten, damit die vor allem auch die Beratung und die Information der Öffentlichkeit vorantreiben können und nicht nur mit Pflichtkontrollen und Beschwerdebearbeitungen versehen sind. Wir wollen selber aber als Datenschutzbehörden dazu noch einen Beitrag leisten. Wir wollen noch besser werden als das, was wir schon in den letzten Jahren erreicht haben. Und deswegen wird in diesem Monat noch eine Arbeitsgruppe Datenschutzkonferenz 2.0 starten, die diese Vorschläge an die Öffentlichkeit bringen muss. Genauso wichtig wie die Arbeit aber unter den Datenschutzbehörden ist auch die Art der Zusammenarbeit mit den beaufsichtigten Stellen, wie wir immer sagen, also in meinem Fall zum Beispiel die Behörden oder diese großen Unternehmen. Und diese Zusammenarbeit kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich will das mal an zwei Beispielen der letzten Monate darstellen, interessanterweise mit dem gleichen Partner. Einmal die Corona-Warn-App und einmal das sogenannte Patientendatenschutzgesetz. Bei der Corona-Warn-App haben sich das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut relativ schnell von ihren beiden ersten Versuchen verabschiedet. Sie erinnern sich vielleicht noch, Februar, März erzählte man uns, Südkorea und Israel seien ja so erfolgreich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, weil sie mit den Überwachungsdaten der Mobilfunkzellen arbeiten könnten. Plus Kreditkartenabrechnung und. Und wir müssten doch nur die Mobilfunkzellen auswerten und dann hätten wir die Kontaktpersonen. Wir haben das nicht nur aus Datenschutzgründen abgelehnt, also den unmittelbaren Grundrechtseingriffen, die damit verbunden sind, sondern wir haben auch gesagt, es ist gar keine geeignete Maßnahme, weil die Daten viel zu ungenau sind. Das ist übrigens einmal eine der ersten schönen Prüfungen eines Datenschutzbeauftragten. Ist die Maßnahme erforderlich? Ist sie geeignet? Und drittens ist sie verhältnismäßig. Das konnten wir abwehren. Dann hat es lange Zeit übrigens auch mit hohem Personalaufwand verbunden, die Arbeit an einer Architektur mit einer zentraleren Datenverarbeitung gegeben. Und dann auch unter dem Druck natürlich der Community, der Nichtregierungsorganisation, aber auch aufgrund von echten Projektproblemen im Hintergrund hat man auf eine neue datenschutzfreundliche Architektur Gesetz für eine dezentrale Variante, die die Datenschutzüberlegungen von Anfang an mit einbezogen hat und sehr offen und transparent umgesetzt wird. Ich glaube, dass das auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass überhaupt Vertrauen in diesem Bereich geschaffen wurde, weil Vertrauen die einzige Art und Weise ist, wie ich Digitalisierung tatsächlich erfolgreich umsetzen kann. Und dass wir heute 17 Millionen Downloads, 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzer am Tag diese App haben, also mehr als den ganzen restlichen Europäischen Union zusammen, ist ein Ergebnis eines besonders gelungenen datenschutzfreundlichen Ansatzes. Und das sollte ein Standard sein, auch mit der Möglichkeit der Überprüfung durch die Zivilgesellschaft, hinter denen die öffentliche Hand nicht mehr zurückfallen sollte. Ganz anders lief es beim Patientendatenschutzgesetz. Nicht erst im Zusammenhang mit dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren, sondern bereits seit über 10 Jahren haben meine Vorgängerinnen und Vorgänger und ich darauf hingewiesen, dass es eine datenschutzrechtlich freundliche Ausgestaltung einer elektronischen Patientenakte geben muss, wenn sie von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden soll. Das heißt, alles ist seit 14, seit 10, seit 8 Jahren, je nach Idee, bekannt. Trotzdem haben wir jetzt einen Gesetzentwurf, der, wenn die Krankenkassen den Gesetzentwurf exakt so ausführen würden, zu einem datenschutzrechtlichen Verstoß führen würde. Es gibt weder die richtige Möglichkeit der Kontrolle der Daten, also zu kontrollieren, wer sieht eigentlich welche Daten, und auch die Sicherheit der Anwendung ist nicht ausreichend hoch. Und das war der Grund, warum wir vor kurzem an die Öffentlichkeit gegangen sind, und zwar hier als DSK, also Datenschutzkonferenz, Land, Bund, sehr einheitlich und gesagt haben, wir werden die Krankenkassen verwarnen oder warnen, dass sie tatsächlich hier in die Gefahr laufen, bei Befolgen eines nationalen Gesetzes europarechtswidrig zu handeln. Und wir werden uns ab Januar 2021, das kann man nicht einfach vorab vom grünen Tisch machen, man muss sich die Umsetzung anschauen, dann auch anschauen, ob diese
datenschutzrechtwidrige Umsetzung tatsächlich stattgefunden hat. Und dann werden wir mit weiteren Hilfsmaßnahmen, wie zum Beispiel Anweisungen, dafür sorgen, dass wieder datenschutzrechtlich einwandfreie Umsetzung dargestellt wird. Hätten die Gesetzgeber in den letzten 14 Jahren, hätte die Gematik einfach auf die Beratung und auf die Hinweise gehört, hätten wir heute sehr viel weniger Misstrauen in der Öffentlichkeit über den Umgang mit personenbezogenen Gesundheitsdaten. Und wir hätten eine elektronische Patientenakte, die wahrscheinlich von Anfang an viele Nutzerinnen und Nutzer mit hohem Vertrauen hätte. Das war absolut vermeidbar. Und wir werden ja wahrscheinlich nach den Weisungen auch vor Gerichten landen. Ich glaube, das Projekt hätte einen besseren Start verdient gehabt. Ein großer weiterer Punkt sind Probleme, die wir auf der europäischen Ebene haben mit der Umsetzung des Datenschutzrechts, um wirklich durchzugreifen, weil die Frage stellen Sie auch immer wieder zu Recht. Was ist denn jetzt mit den Handeln von Google, Microsoft, Amazon, Facebook? Wo sind denn die Entscheidungen, ob die Datenerhebungen dieser Firmen überhaupt rechtens sind nach europäischem Recht? Viele sagen, es ist offensichtlich, dass bestimmtes Datenabgreifen so nicht mit dem europäischen Datenschutzrecht vereinbar ist, obwohl es ja in dem Augenblick, wenn eine dieser Firmen es Europäerin oder Europäer anbietet, gültiges Recht auch für eine Firma mit Sitz in den USA ist. Und bis heute warten wir darauf, dass wir nicht nur zu Grundsatzfragen verbindliche Beschlüsse im Europäischen Datenschutzausschuss fassen können. Der ist rechtlich weiter sogar als die Deutsche Datenschutzkonferenz von seiner Verbindlichkeit her. Aber in diesen großen, dringenden, grenzübergreifenden Fragestellungen, also wenn eine deutsche Bürgerin oder ein deutscher Bürger sich beschwert, dass seine Daten bei der Nutzung eines Android-Handys in einer Art und Weise von Google abgegriffen werden, die er für datenschutzwidrig hält, dass dazu auch 2,5 Jahre später keine Entscheidungen existieren, weil nach den Vorgaben des europäischen Datenschutzrechts die nationale Datenschutzbehörde federführend ist, in der der europäische Hauptsitz liegt. Das sind bei all diesen Firmen in der Regel Irland oder Luxemburg. Und es ist nicht absehbar, dass wir überhaupt einen Beschlussvorschlag in einem der wichtigen Fälle kommen. Das einst so gelobte One-Stop-Shop-Verfahren stellt sich vor allem als Stop-Shop dar für den Datenschutz. Und damit werden die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung ad absurdum geführt und auch der Europäische Datenschutzausschuss zu einer Lame Duck gemacht. Denn erst wenn wir diesen Beschlussvorschlag haben, können wir eventuell einer Einschätzung der irischen Kollegen widersprechen und damit Mehrheit im Europäischen Datenschutzausschuss abstimmen. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es gar keine Grundlage zu machen. Es gibt aber Hoffnung, und die Hoffnung kommt aus der Zivilgesellschaft tatsächlich, weil ich nicht erwarte, dass die Europäische Kommission oder das Parlament an der Stelle den Gesetzestext schnell abändern würden. Wo es aber eben tatsächlich jetzt eine Hoffnung gibt, sind Verfahren der Zivilgesellschaft, ganz spezifisch in dem Fall einer österreichischen Schwesterorganisation, None of Your Business, die ja nicht nur über Max Schrems gewonnen haben, was den Privacy Shield und vorher Safe Harbor anging, sondern jetzt einen Coup gelandet haben, der genau in diese Lücken hineingeht, nämlich 101 Beschwerden, und zwar nicht direkt Google oder Facebook, das würde wieder in Irland landen, und bisher ist die irische Datenschutzbehörde ungefähr so hilfreich wie das Kraftfahrzeugbundesamt in der Dieselgate-Affäre, sondern hinzugehen und zu sagen, ich beschwere mich über Firmen, die Produkte von Google und Facebook nutzen. Ich beschwere mich über die Webseite der Wirtschaftswoche, die Google Analytics verwendet. Ich beschwere mich über einen anderen, der Facebook Connect verwendet, weil damit die Daten in die USA transferiert werden, ohne dass es ausreichende Sicherungsmaßnahmen dafür gibt. Die Beschwerden sind einmal direkt bei den Datenschutzbehörden eingegangen und, um das europäische Zusammenarbeitsverfahren zu testen, in Österreich eingelegt. Und Österreich muss es dann an die Federführende jeweils weiterleiten. 101 Beschwerden, das wird morgen Nachmittag Thema im Europäischen Datenschutzausschuss sein, weil wir natürlich erkennen können, und das ist den Progressiven unter den Datenschutzbehörden eigentlich ganz recht, hier werden wir getestet, schaffen wir es auf diese Fragestellungen in absehbarer Zeit eine Antwort zu geben.
Keiner kann sich hinter Irland verstecken nach dem Motto, die arbeiten halt 3 Jahre, weil wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, müsste ich die Beschwerde innerhalb von 3 bis 6 Monaten selber behandeln. Es wäre aber natürlich schrecklich, wenn jede der 27 Behörden zu einer anderen Antwort käme bei einem einheitlichen Recht. Und deswegen wird morgen darüber diskutiert werden, wie wir jetzt eigentlich die Zusammenarbeit endlich mal so anfassen, dass wir eine solche wichtige Grundsatzfrage an der Praxis, an aber auch tatsächlich entscheiden. Ich freue mich auf die Debatte morgen. Das Ergebnis der 101 Beschwerden wird entweder sein, nachzuweisen, dass wir die lahme Ente sind, die ich vorhin erwähnt habe, oder wir kommen auf eine neue Ebene Zusammenarbeit. Und wir werden sehen, welche Allianzen es morgen dazu im Europäischen Datenschutzausschuss gibt. Also, wir haben ein gutes Datenschutzrecht. Wir haben auch einige Sachen schon geregelt. Wir haben noch Lücken, vor allem bei den grenzüberschreitenden Fällen, was die Großen angeht. Und wir werden jetzt auch in Deutschland ein paar Beispielen sehen, ob wir mit dem europäischen Datenschutzrecht auch gegen das Beharrungsvermögen der Unternehmen und Behörden ankommen und auch vor Gericht bestehen, weil wir jetzt genau mit den ersten Fällen kommen. Ich habe die Finanzbehörden angewiesen, keine unverschlüsselten E-Mails mehr zu versenden, trotz eines nationalen Gesetzes. Ich habe meine ersten Bußgelder ausgesprochen. Ich werde jetzt versuchen, bei der elektronischen Patientenakte durchzusetzen, dass das europäische Recht hier nationalem Recht vorgeht. Und ich versuche im Augenblick, das Innenministerium dazu zu zwingen, auf bestimmte Verfahren beim Informationsfreiheitsgesetz zu verzichten, die ich ebenfalls für datenschutzrechtswidrig halte. Vieles von denen wird vor Gericht gehen und dann werden wir sehen, ob auch deutsche Gerichte dann auf der Seite des Datenschutzes sind und wie wir es einschätzen, das europäische Recht dem Deutschen vorgeht. Dann wären wir wirklich einen ganzen Sprung weiter. Also wenn wir uns nächstes Jahr zum 11-Jährigen treffen, habe ich hoffentlich noch ein paar mehr Erfolgsmeldungen. Bis dahin vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nachher noch schönes Feiern von den 10 Jahren. Und wenn ich richtig verstanden habe, haben wir noch ein bisschen Diskussion. Genau, herzlichen Dank. Sie hören hoffentlich Ihren Applaus ein bisschen. Und vielleicht drehe ich den, kann ich den Computer umdrehen, dass Sie auch die Menschen sehen. Ich probiere das mal. Moderieren wir ein bisschen. Schwierig. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen eingeplant. Ich habe schon eine im Internet gesehen und rufe auch alle auf, sich jetzt hier zu melden, um Kommentare und Fragen weitergeben zu können. Und ich fange vielleicht mit der aus dem Internet an, weil die ist schnell oder vielleicht, mal schauen. Und zwar ist die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit im europäischen Verfahren? Gibt es mittlerweile einen Ländervertreter im Europäischen Datenschutzausschuss? Also der gemeinsame Vertreter Deutschlands im Europäischen Datenschutzausschuss, das bin ich. Aber ich muss bei Fragen, die die Länderkompetenz betreffen. Das sind natürlich sehr viele der Fragen, vor allem im privaten Sektor, aber auch dort, wo es um Behörden, Land und Bund geht, muss ich mit denen ein einheitliches Ergebnis erreichen. Das sollte dadurch auch gewährleistet sein, dass es tatsächlich einen Vertreter der Bundesländer gibt, der als mein Stellvertreter im Ausschuss mich begleitet. Das hat seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung der Deutsche Bundesrat nicht geschafft, einen solchen Vertreter zu wählen. Der Kollege aus Hamburg, der das früher vor der Datenschutzgrundverordnung in der Arbeitsgruppe gemacht hat, die schon gab, halt noch nicht als Europäischen Datenschutzausschuss, tut das Gott sei Dank freiwillig auf Bitte seiner Kolleginnen und Kollegen weiterhin. Und ich behandle ihn auch so, als sei er mein formal gewählter Stellvertreter. Aber es ist schon ein Unding, dass der Bundesrat nicht in der Lage ist, erst Mitspracherecht haben zu wollen. Und jetzt nicht in der Lage zu sein, den Vertreter der Länder zu wählen, dann soll der Deutsche Bundesrat das Recht an die Datenschutzbehörden der Bundesländer abtreten. Die wären in der Lage, einen Vertreter zu wählen. Ja, genau, das wäre die Frage, ob dieser Ländervertreter mittlerweile existiert. Aber ja, danke schön. Dann habe ich hier Wortmeldungen gesehen. Und wir machen es heute so, dass ich die Frage wiederhole, die die Person stellt. Dann gebe ich dir ein anderes Mikro und desinfiziere es danach. Danke. Ja, wie, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, sozusagen face-to-face zu sprechen. Aber
Ich muss näher ran, okay. Und wofür brauche ich das? Ach, das ist, verstehe. Okay, alles klar. Ja, schönen guten Abend, Volker Grassmuck mein Name. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zum 10-jährigen Geburtstag der DigiGuess zu einem Thema, das der DigiGuess natürlich ganz, ganz wichtig ist, hier uns ein Update geben. Mein Steckenpferd ist das Urheberrecht und hier insbesondere natürlich die berüchtigten Upload-Filter. Und da gibt es eine Hoffnung, dass noch ein Rest an Chance besteht, genau aus datenschutzrechtlichen Gründen, dieses Verfahren, zunächst mal die Upload-Filter selber mit all der personenbezogenen Datenverarbeitung, die das beinhalten kann, nicht muss, aber dann auch mit den Beschwerdemechanismen, also den Abhilfemechanismen, die hier vorgesehen sind, wo wiederum Daten anfallen, die möglicherweise an dritte Institutionen weitergereicht werden. Also hier wird mit dem Umsetzungsentwurf des Bundesjustizministeriums, was ja vor kurzem vorgelegt worden ist, nach unserer Analyse eine ganze Fülle von personenbezogenen Datenflüssen ausgelöst durch diese Regelungen. Und ja, unsere Hoffnung ist, dass es Datenschutzgründe gibt, die gewissermaßen zwingend dafür sprechen, diese Regelung zurückzuverweisen an den europäischen Gesetzgeber und die Upload-Filter, die wir ja bislang nur verpflichtend im Urheberrecht und noch in keiner anderen Rechtsnorm haben, die noch zurückzudrehen. Wie sehen Sie Ihre Chancen? Wie sehen Sie die nächsten Aktivitäten der Datenschützer in Deutschland und in Europa zu diesem Thema? Vielen Dank. Ich habe mich ja damals in der Debatte über vor der Beschlussfassung im Europäischen Parlament in die Debatte eingemischt. Nicht zur Begeisterung beider Seiten interessanterweise. Die Urheber fanden sowieso völlig inaktuell, also die Urheber, die diese Position vertreten haben, sind ja keineswegs alle, fanden meine Einmischung nicht in Ordnung und die Gegnerseite fand sie auch nicht ausreichend. Ich habe mich allerdings auf das konzentriert, was meine Aufgabe als Bundesdatenschutzbeauftragter war, nämlich zu sagen, wo entstehen eigentlich datenschutzrechtliche Probleme durch eine weitere Oligopolisierung zu dem Zeitpunkt. Jetzt bei der nationalen Umsetzung muss man sich in der Tat anschauen, erfüllt die nationale Umsetzung die Vorgaben des europäischen Rechtes in einer Form, die datenschutzkonform ist? Könnte sie sie in einer anderen Form erfüllen, die datenschutzkonform ist, wenn sie es nicht ist? Und nur wenn man auf gar keine Idee käme, wie sie erfüllbar ist, könnte man sich vorstellen, dass eine dazu berechtigte Stelle es tatsächlich versucht, in einer Form nach Europa zurückzugeben. Das ist allerdings nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte. Ich habe kein Normenkontrollrecht, weder im nationalen Bereich noch im europäischen. Da geht es schon gar nicht. Es könnte, wenn überhaupt, nicht der Europäische Datenschutzausschuss, der hat sich aber zur europäischen Regelung geäußert, hat aber dieses Recht auch nicht. Ich glaube übrigens, dass das fehlt. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich dieses Normenkontrollrecht auf nationaler Ebene hätte. Und wenn ein nationales Gesetz europarechtswidrig ist, dass ich das selber vor ein Gericht bringen kann, damit dazu entschieden wird. Jetzt bliebe mir nur, aber das müsste ich dann tatsächlich am konkreten Umsetzung in der Praxis und nicht am Gesetz ausmachen, eine Umsetzung, von der ich glaube, dass sie europarechtswidrig ist, von der ich eine Abhilfemaßnahme beantrage, für die ich dann verklagt werden muss und dann entscheidet ein Gericht. Das ist ein völlig unnötiger Umweg. Das andere könnte man einführen und würde damit schneller Rechtsklarheit für alle Seiten erreichen. Aber Kurzfassung, nein, ich glaube nicht, dass das Datenschutzrecht und die Rechte des Bundesdatenschutzbeauftragten am Ende ein scharfes Schwert sein werden, aber wir werden alles exakt prüfen. Dankeschön. Sie haben vorhin gesagt, die Datenschutzgesetze sind an sich jetzt schon gut,
Eine Sache, die aber, oder es gibt ja viele Sachen in der Umsetzung, die dann kritikwürdig sind, aber eine Sache, die ich und auch Wise Women auf Twitter fragt, es ist immer schwer zu wissen, an wen man sich denn wenden kann, wenn man ein Datenschutzproblem hat. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Stellen, die Landesstellen, die Bundesstelle, die Irland und wo auch immer es noch Orte gibt, wo man sich hinwenden kann. Sehen Sie da eine Möglichkeit oder gibt es schon was, wo man das sehr einfach nachvollziehen kann, wo man sich hinwenden kann? Und Sie hatten es vorhin auch so ein kleines bisschen angesprochen, dass das auch direkt auf der Plattform, auf der man sich beschweren will, irgendwie sichtbar ist, wo man sich hinwenden muss oder kann, wäre natürlich super praktisch. Wie sehen Sie da die Umsetzungschancen? Also zwei verschiedene Fragen erstmal. Was können Sie an Informationen bereitstellen und dann, was können die Plattformen auch oder sollen? Ja, auf europäischer Ebene ist es immer relativ einfach. Sie wenden sich an die Datenschutzbehörde Ihres Heimatlandes. So. Deswegen, wenn Sie jetzt aus Deutschland was machen, müssen Sie nicht direkt nach Irland gehen, sondern in Deutschland. Und jetzt kommt Deutschland leider und das ist ein bisschen komplizierter. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir 18 voneinander unabhängige Datenschutzbehörden haben. Ich bin ja nicht der Vorgesetzte der Landesdatenschutz, sondern ich bin denen gleichrangig an der Stelle. Durch die Tatsache, dass ich halt ein paar ganz, ganz große Behörden und interessante Behörden habe und ganz große Unternehmen, ist manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf, näher an den Gesetzgebungsprozessen des Bundes bin. Aber erstmal gleichrangig nebeneinander. Und dann haben wir leider noch ein paar mehr unabhängige Datenschutzbehörden, nämlich die großen Religionsgemeinschaften und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch noch mal eigenständige. Und es ist übrigens durchaus möglich, dass noch ein, zwei entstehen in spezifischen Bereichen, wenn Sie sich zum Beispiel erinnern, dass ich gesagt habe, auch der Deutsche Bundestag bräuchte eine Datenordnung. Und dann könnte das natürlich auch dort noch eine eigenständige Datenschutzaufsicht entstehen. Aber es gibt immer zwei Möglichkeiten. Das erste ist, Sie wenden sich einfach an Ihre Nächstgelegene. Und wenn die nicht zuständig ist, muss sie mit der Kontakt aufnehmen, die zuständig ist. Dann müssen es nicht Sie rauskriegen. Aber an ganz vielen datenschutzrechtlichen Verantwortlichen, die benennen tatsächlich in ihrer eigenen Datenschutzerklärung in der Regel die Datenschutzbehörde, von der Sie der Meinung sind, dass sie für Sie zuständig ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Datenschutzerklärung des Robert-Koch-Institutes gehen, dann steht da drin, unsere zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Und dann haben Sie dort eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Das ist meistens der einfache Weg. Aber wenn Sie es gar nicht wissen und Sie wohnen in Wiesbaden, dann gehen Sie halt an den Hessen ran. Wenn Sie drüben in Mainz wohnen, gehen Sie an den Rheinland-Pfälzer ran. Dankeschön. Dann beantworten die hoffentlich auch alle E-Mails. Wir haben hier mehrere Hände und bitte sag einfach mal laut und ich wiederhole dann. Ah, spannende Frage. Wo würden Sie das Datenschutzrecht ändern, wenn Sie es ändern könnten? Also nochmal auf die Vorfrage sozusagen rückbezogen. Vielleicht ist doch noch nicht alles perfekt. Ja? Jetzt bitte nochmal. Ich habe vorhin von Meilenstein gesprochen. Das heißt, wir sind schon weit gekommen, aber es ist nicht der Schlussstein. Und es gibt viele große und kleine Geschichten. Ich hatte Ihnen vorhin das Beispiel mit dem Normenkontrollrecht genannt. Es gibt auch formale Schwierigkeiten noch drin. Ich könnte zum Beispiel eine Behörde nicht zwingen, meine Anweisung auszuführen. Wenn die sich einfach weigern würde, so im Trump-Stil, ich kann keine Truppen aufmarschieren lassen oder Bußgelder aufrufen in immer weiterer Höhe. Das sind schon noch kleine Fehler. Die großen Sachen. Ich glaube, man könnte Erleichterungen schaffen beim Dokumentations- und Informationspflichten. Da könnte man Erleichterungen gerade für Vereine oder kleine und mittlere Unternehmen schaffen. Wo wir aber deutlich strenger werden müssen, sind die Bereiche Profiling und Scoring, weil da ist die Datenschutzgrundverordnung auf dem Stand der 90er und damit technisch auf dem Stand der 80er Jahre. Und das hat mit den heutigen Technologien gar nichts mehr zu tun. Und in der Tat kommen wir in Grenzen, dass wir uns immer nur an denjenigen wenden können als datenschutzrechtlichen Verantwortlichen, der etwas einsetzt. Aber wenn Sie jetzt ein Kleinunternehmen haben, das eine große Cloud-Lösung anbietet,
dann hat der gar keinen Überblick davon, was er eigentlich anbietet. Und wir müssten uns einfacher auch an den Hersteller von Produkten wenden können, als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher und nicht nur dann, wenn er Daten zu eigenen Zwecken verarbeitet. Das könnten Dinge sein, um nochmal deutlich voranzukommen. Da hätte ich gleich noch eine kleine Rückfrage, vor allen Dingen im Bereich Bildung wurden ja jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr viele Systeme eingesetzt, die ja nicht unbedingt datenschutzkonform nach unserem Recht funktionieren, was jetzt MS Teams zum Beispiel oder Skype oder Zoom oder was auch immer Sie da gesehen haben in den letzten vielen Monaten der Corona-Pandemie. Was würden Sie Schulen oder Institutionen oder Bildungseinrichtungen raten? Wie sollen die jetzt vorgehen? Vor allen Dingen, weil wir ja noch ein paar Monate uns mit digitaler Bildung beschäftigen werden müssen. Ich habe keine einzige dieser Videokonferenz-Tools selber mal technisch auseinandergenommen mit meiner Behörde. Erstens, weil wir nicht die Zuständigkeit haben, wenn überhaupt die Länderkollegen bei der Schule. Wir, gut, jetzt für die Bundeswehr-Universität hätte ich es dann. Aber auch, weil gar nicht die Kapazitäten reichen würden, bei diesen schnellen Veränderungen das zu tun. Das ist also, vieles von dem, was wir machen, ist Papierlage. Aber auch die Papierlage ist schon interessant genug, teilweise aus dritten Quellen. Und da haben wir natürlich tatsächlich nicht nur am Anfang Produkte gehabt, die riesige Lücken hatten, sondern die auch nach wie vor Nutzungsdaten, Metadaten erheben, selbst wenn dann die eigentlichen Inhalte geschützt sind. Wir haben oft sehr pragmatische Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, wenn ihr das schon nutzt, dann macht es doch wenigstens wie folgt. Achtet auf folgende Sicherungsmaßnahmen. Es gibt vielleicht auch noch einen Unterschied, wenn du einen Frontalunterricht machst. Also du erzählst eher was, sogar ohne Rückfragemöglichkeiten und abgestuft bis zum Gespräch mit der Schulpsychologin. Nicht alles kann über die gleiche Plattform gehen. Was wir auf Dauer eigentlich brauchen. Ich glaube übrigens, dass einzelne Schulen selbst bei besserer Ausstattung überfordert wären, alles immer selbst zu administrieren. Ich glaube, die richtige Ebene wären tatsächlich, dass die Bundesländer Systeme zur Verfügung stellen, die dann Instanzen für ihre eigenen Schulen. Das heißt, gut gewartete Systeme unter voller Kontrolle. Da kommt Open Source sehr schnell ins Spiel oder wenigstens souverän gehostete proprietäre Software, bei der ich eine volle Kontrolle über den Datenfluss habe und wo die Schule vor Ort für die Videokonferenz-Tools, für die Kollaborationstools, für die Office-Tools, die man verwendet, für die Datenablage, für die Interaktion zu Inhalten, einfach nur auf diese gewartete, datenschutzkonforme Software zugreifen muss. Einige Bundesländer haben das gemacht und andere merkt man, die haben die letzten 10 Jahre verschlafen, die haben die Förderprogramme nicht genutzt. Ist ja bezeichnend, wenn Förderprogramme von 5 Milliarden gerade mal 16 Millionen abgerufen sind. Ja, danke schön. Da würde ich jetzt noch ein Co-Referat halten, aber vielleicht lieber nicht, denn die Zeit ist recht fortgeschritten und wir würden dann gern bei einem Getränk am Ende des Abends noch mit Ihnen hier ein bisschen plaudern, wenn Sie noch vorbeikommen. ja, ganz herzlichen Dank, Ulrich Kälber, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Über Informationsfreiheit haben wir ganz am Rand ein ganz kleines bisschen gesprochen. Dann beim nächsten Mal sicher noch mal mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugeschaltet waren und ich danke allen, die Fragen gestellt haben und die uns jetzt hier zugeschaut haben oder das Video jetzt in Zukunft noch schauen werden, geschaut haben werden. Dankeschön. Vielen Dank. Die 600 Kilometer werde ich jetzt aber nicht zum Bierchen zurücklegen. Vielleicht machen wir Livestream-Bier. Mal schauen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.